Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fürnüsse mit Dirk und Klaus. Juhu! Und wir spielen wieder mal Fürnüsse-Bingo. Du kriegst dich ein. Also, du hast die Wahl zwischen Chocolate Caramel und Double Chocolate Cookie. Chocolate Caramel. Wie viel Eiweiß? 50%! Ja, das heißt, wenn wir nur die Hälfte essen, essen wir nur das Eiweiß aus dem Riegel. Und von dem alten Premiere-Sponsoring. Da lief mal Kalkofes Matscheibe, bevor die verpixelten Pornos anfingen, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, wenn du keinen Account hattest, ne? Ja, aber wenn du das Geheimnis ist, zu blinzeln dabei, gerne doch. Ihr liebt es doch, wenn wir essen, ne? Ja, Timo? Einfach zu blinzeln, dann sehen die Pixel aus wie gezeichnet. Ah, stimmt, das war der Gag damals, ja, ne? Dass man, wenn man blinzelt oder die Augen zukneift, war das nicht der Anfang vom allerersten American Pie Teil? Echt? Wo er sich irgendwie einen verpixelten Porno anguckt und eine Socke über seinem Penis? Also an die Socke erinnere ich mich noch, aber an den verpixelten Porno nicht gern. Ne? Kleiner Nachtrag, es ist passiert, so wie du oder wir gesagt haben, habe ich ja letztens schon privat erzählt, Timo hat uns natürlich erklärt, was ich gesucht habe, ja. Und zwar ein schönes Napo, dieses langgezogene Karo, gefüllt mit sogenannten holländischen Nougat. Geiler Scheiß. Aber leider... Hör mal zu, du Napo. Ja. Okay. Bisschen wie Orlando. Im Abgang aber... Essbar, aber vermehrt durch den Mund. Was heißt das? Oh, jetzt wird teigig. Genau. Oh, warum machen die denn das? Ich glaube, ab... Oh, jetzt schmeckt es ein bisschen wie eine... Medizin. Also ein bisschen wie dieser Kaugummi, den Ethan Hunt im ersten Mission Impossible hat. Rote Seite, blaue Seite. Und wenn du zusammendrückst, wird er zu Sprengstoff. Und wenn man das zusammendrückt im Mund, dann wird es zu Fugenkit. Aber ganz lecker. Wie sind diese Dinger, die wir damals uns immer geholt haben, mit Vanille, Himbeer oder sowas, an der Kasse von Rewe? Irgendwas mit Vital, glaube ich. Active Vital? Ja. Warum nicht? Ja. Also, wir alles schniefen, schmatzen. Auf Twitch so Kanäle, wo man Leuten beim Essen zusehen kann. Ja. Für Leute, die nicht gerne alleine essen. Ah. Und ähnlich dieser Podcast auch. Für Leute, die nicht gerne alleine kotzen. Ich habe letztens übrigens ein Video gesehen. Du weißt ja bestimmt, aber ich wusste es nicht. Da hat so ein Gamer, ein YouTube-Gamer, mal offengelegt, wie viel er in einem Monat verdient. Also nur reine YouTube-Einnahmen. Montana Black oder wie der heißt? Habe ich noch nie gehört, aber ja. So ein Hamburger Atze. Zugehackt ohne Ende, sowas. Sabbelt schon sehr eigen. Aber was glaubst du, was der im Monat gemacht kommt hat? Kommt halt auf seine Klicks an. Aber ja, klar, kommt auf seine Klicks. Du bist ja ein Pfiffi groß. Du nennst mir hier einen Namen, den ich noch nie gehört habe. Also sag mal, das ist halt einer, der ist gut. Du hast schon mal von Flying Uwe gehört, ne? Ja. Ich glaube, der ist ein guter Freund von Flying Uwe und hatte auch eine ähnliche Reichweite, sag ich jetzt mal. Ich guck mir das mal ganz kurz an. Gebe ich hier. Montana Black. Ich glaube, der heißt Montana Black oder Monte Black. Klingt wie ein Pornoname. Der sieht auch so aus, als ob der entweder mal im Porno gearbeitet hat oder jetzt in der Produktion von Montana Black 88? Ja, wahrscheinlich. 88? Ach so, du meinst... Ja. Dass es so ein Nazi-Typ ist. Ist er nicht ein bisschen konnotiert? 1,7 Millionen. Ich glaube, der ist einfach 88 geboren. Ja, trotzdem. Also, ja. Ich meine, so weit denkt er gar nicht. Auch wenn man Harald heute heißt, würde man sich vielleicht nicht mit HH abkürzen. Ich kenne jemanden, der sich gerne mit SS abgekürzt hat. 570 PS, Oma. Jetzt sag doch mal. Hat immer so um die Millionen. 3000? 3.000 Euro. Ja. Der hat im Dezember letzten Jahres hat er 79.000 Euro gemacht. Was? Und ein paar zerquetscht, also knapp 80.000. Er meinte, er hat dann auch gesagt, ja, ist ja auch ganz klar, ne? Also ich bin Gamer und mit Gamer verdienst du am meisten. Ist auch unverschämt. Mhm. Aber würdet ihr es anders machen? Und vergesst nicht, das ist brutto. Er hat immer brutto gesagt, das finde ich ganz geil. Ja.
Und er meinte aber, er müsste vergessen, da geht ja noch die Hälfte von weg. Dann hat er ein paar Angestellte, wo er monatlich 10.000 macht. Dann muss er 1,5 für seine Wohnung zahlen. Dann die 3 Autos darfst du nicht vergessen. Das vergessen ja die meisten. Ne, die das 3 ist Autos. Auch bei unserem Podcast die größten Kosten, die 3 Autos hier. Weil wir ja in einem ausgebauten, großen, fahrenden Wolf die ganze Zeit moderieren. Ja. Und der muss ja erstmal so gefedert sein, dass man nichts spürt und gleichzeitig so gedämmt, dass man nichts hört. Na eben, der Maserati, der uns immer das neue Wasser bringt. Mhm. Und der verfährt sich schnell und dann muss er wieder tanken und ach, hör mir auf. Ja, eben. Ja, ist das. Danke, Walter. Aufwand. Ja. Aber das fand ich mal ordentlich so, ne? Ja. Und dann hat er erzählt, dass er noch irgendwie vor 2 Jahren, also natürlich, was die meisten Gamer, wenn die ein bisschen größer sind oder YouTuber machen, der hat dann halt eine Klamottenlinie rausgebracht. Das läuft seit 2 Jahren. Wer ist modischer als ein Gamer? Ja. Und da hat er irgendwie 45% Anteile dran und hat halt seitdem, und das Ding läuft ganz gut, nicht einen Cent sich ausgezahlt. Also ich weiß nicht, ob das dann irgendwie quasi theoretisch vermerkt ist, weil er das quasi immer wieder reinvestiert und meint, sein Steuerberater so sagt immer von wegen, das läuft ganz gut. Und das ist halt auch so ein bisschen sein Backup. Also er ist auch, der wirkt zwar sehr einfach, aber er weiß halt auch, dass er eine Halbwertszeit von circa 5 bis 10 Jahren hat. Also er hat gesagt von wegen, er hat das seit Anbeginn von YouTube war er immer dabei und hat halt auch die ersten 10 Jahre sowas nur produziert und nichts gekriegt und plötzlich flupp. Und dann meinte er, ja, jetzt hat er vielleicht noch 5 oder 10 Jahre das Thema durch. Ja. Aber nicht ausgezahlt ist schwierig ab dem Volumen. Also weiß außer, ja nicht, wie viel das Ding macht. Außer, dass es irgendwo ein Übersee. Ja. Weil ansonsten ab dem Finanzvolumen bist du zu doppelter Buchhaltung verpflichtet. Und dann kannst du die Sachen nicht einfach nicht ausgezahlt lassen. Ich dachte, das wäre strafbar. War es nicht Capone, der doppelte Buchhaltung irgendwie gemacht hat? Nee, doppelte Buchführung. Doppelte Buchführung, das heißt, du musst die Sachen, die Rechnungen, die du einnimmst, das muss alles genau stimmen. Und du kannst nicht einfach sagen, ja, ich schreibe die Rechnung halt nächstes Jahr, wenn du die Leistung diesen Monat getan hast und jemand will das diesen Monat bezahlen. Ah, okay. Irgendwie so. Naja. Interessant. Oh, diese Gurken. Diese Gurken. Sag mal, Gurken. Wenn man so als Blogger auf Malta lebt, ne? Wie ist das eigentlich so? Also, wo ist der Hotspot? Wo sind die coolen Vibes? Na, du musst halt entweder in Sliema oder La Valletta sein. Also La Valletta ist halt die Hauptstadt von Malta. Ja. Und die ist halt, also einfach wie groß ist La Valletta? Schönste Stadt. La Valletta oder La Valletta? La, Leerzeichen, Valletta. Und was heißt Valletta? Das ist von den Valletten gegründet. Die... Ja, hör mal, ich war nicht im 14. Jahrhundert auf Malta. Ja, Entschuldigung. Und Sliema. Ja, Coworking Spaces. Es gibt halt eigentlich, also eigentlich gibt es nur 2 richtige Coworking Spaces. Gibt es da so Beanbags, wo man dann die ganze Zeit so lässig an seinem. Ja, im Sift da sitzt? Prince of Wales womöglich. Mm. Ja. Mm. Naja, ne? Mm. Ja. So ist Malta. Wissen wir, wer weiß das besser als Klaus? Ja. Der digitale Nomade auf Malta. Wurde schon abgenommen, der Text? Und? Können Sie bitte was ändern? Können Sie bitte Kreta draus machen? Ich habe gleich einen Folge. Sonst gleich Inhalt. Ich habe gleich einen Folgeauftrag bekommen. Ich hoffe, eine andere Insel. Jetzt mal ganz ehrlich. Portugal ist es diesmal. Jetzt mal ehrlich. Portugal, das ganze Land oder hast du wenigstens halt irgendwo... Das ganze Land, aber ich soll über meine eigenen Erfahrungen schreiben. Also ich fokussiere es dann schon auf die Städte, in denen ich war. Wo du warst. Sagen wir mal Porto und es gibt noch eine andere schöne Stadt, die hat ein Stadion, was direkt an der Klippe ist. Das werde ich mir mal anschauen. Lagos. Nee, Lagos ist es nicht. Wie heißt denn das? Bremen haben wir gegen die gespielt. Das ist echt ein schönes Stadion. Naja. Isernhagen? Ja, Isernhagen war es. Ja. Isernhagen in der Nähe von Porto. Ja. Mensch, das ist ja schön. Ja. Jetzt mal ehrlich, dein Inhalt des Textes. Ja? Meinst du könntest so 2, 3 Sachen ändern und das einfach auf eine andere Insel oder eine andere Stadt münzen? Oder ist es zu komplex? Zu detailliert, zu sehr? Es gibt so einen sehr allgemeinen Teil, der auch drin sein sollte. Also einfach erklären, was ein digitaler Nomade ist und macht und so. Der könnte immer bleiben. Und ansonsten kannst du auch, ich könnte den Text so schreiben, dass du nur noch so formularisch gewisse Sätze oder Phrasen oder Orte einsetzen musst. Finde ich gut. Problemlos möglich. Gibt es nicht schon irgendwelche Algorithmen, die es vorbasteln? Ja, aber wenn derselbe Auftraggeber mir noch einen Auftrag schickt, dann kann ich nicht einfach nur die Sachen austauschen. Ach. Ja, aber cool, wenn du es machst. Und er reagiert nicht drauf und sagt, super. YOLO. Nee, ist ja auch ganz lustig. Das ging halt super schnell, das zu schreiben. Das war halt die Sache. Ist doch so bizarr. Aber naja, aber ja, ich meine, es ist auch nichts anderes als du bist die anderen, so ein Rassist. Auch nichts anderes als die anderen Texte, die ich schreibe über Yoga-Posen oder Laufbänder oder so. Das ist halt ein bisschen Recherche und dann schreibe ich das. Yoga-Pose. Yoga-Pose.
Ja. Es gibt einen Film mit von Kevin Smith mit seiner Tochter und mit Johnny Depp und der heißt irgendwie Yoga Hose. Und da sind halt Johnny Depps Tochter und Kevin Smiths Tochter in ganz schön sexualisierten Posen mit sehr engen Yoga-Hosen zu sehen. Und er hat da Regie geführt bei seiner Tochter. Oh. Ja, ja, das ist... Und er hat auch die Einstellung natürlich damit bestimmt. Ja, ja, das ist ganz schön. Können wir ein bisschen untersichtiger rangehen? Ja. Können wir ein bisschen mit Glycerin arbeiten, dass sie schwitzt? Ja, mal, Schatz, beug dich doch mal ein bisschen mehr vor. Das hast du doch von Mama. Also wenn ich euch so von hinten ansehe, wie sich da alles durchdrückt durch die Yoga-Hose. Ja, Kevin Smith, der auch für den besten Tweet auf Twitter, abgesetzt hat zum 10-jährigen Jubiläum mit seiner Frau. Ah, wie ging denn das? Ja, super Einstieg. 10 years in and we're still... Ich muss mal ganz kurz, weil ich das will das im Wortlaut wiedergeben. Mm. 10 years in and we're still fucking with each other. And each other. Ja, du kannst auch was sagen in der Zeit. Nee. Wenn ich anfange, dann wirst du wieder sagen, la la la, ich tippe hier, ja, weil du ja immer diesen Zwang hast, zu kommentieren, was du tust. Außerdem kann Timo auch mal kurz eine Trinkpause machen. Finde ich auch. Trink mehr Wasser. Schreib uns mal Idee. Also, Kevin Smith. 9.7.2009. 10 years in and we bone like we're cheating on each other with each other. A decade plus and her clit brown taint area still pawns my dick. Also mehr Liebe geht nicht, oder? Zum 10-jährigen Jubiläum und da hatten sie, glaube ich, auch schon ihre Tochter. Ja, da hatten sie sehr sicher schon ihre Tochter, ja. Ich glaube, die ist auch tierisch stolz und hat so einen Repost davon gemacht. Mein Vater. Kevin Smith, bekannt als Silent Bob aus den Jay und Silent Bob Filmen, bei denen er auch Regie geführt hat. Hm. Falls sich jemand fragt, wer Kevin Smith ist. Damals eine große Regiehoffnung, eigentlich ein absolutes, also seine Filme sind das Letzte. Welcher von beiden ist es? Silent Bob. Der ist auch der Regisseur von den Filmen, genau. Ja, genau. Cappy nach hinten, Vollbart. Ja, Eishockey-Jersey. Ja. Das der einzige Dogma gute Film. Dogma hat er dann auch gemacht? Ja. Finde ich auch nicht so gut. Chasing Amy finde ich gut aus der Reihe. Aber es ist der einzige, die werden alle graduell schlimmer. Der schlimmste ist Zack and Mary Make a Porno. Mhm. Der ist richtig schlimm. Der ist richtig, richtig, richtig schlimm. Mhm. Ja, naja, ne? So. Ich habe jetzt angefangen, Conan O'Brien Needs a Friend. Ach so, ach nee, ich wollte Conan O'Brien On the Road ist jetzt auf Netflix. Ich weiß. Okay. Aber Conan O'Brien Needs a Friend ist auf Stitcher, Spotify, iTunes, keine Ahnung. Okay. Ist ein neuer Podcast. Conan O'Brien macht jetzt auch Podcasts und quatscht immer mit ein paar Promis. Keine Konkurrenz für uns, aber ja. Genau. Quatscht jetzt immer mit ein paar Promis, die halt irgendwie im Laufe seiner jahrzehntelangen Arbeit immer mal wieder Gäste waren. Und quatscht dann so ein bisschen theoretisch die Möglichkeit durch, ob sie Freunde sein könnten. Weil manchmal hat er mehr Kontakt, manchmal weniger. Und das halt, und dann ist natürlich Jonah ist im Hintergrund auch noch dabei. Und was denn? Jonah? Seine direkte Assistentin. Ach so, Sona. Jonah. Jonah und Sona sind ja also komplett zwei Welten. Nee, ich dachte, aber Jonah ist ein Männername. Okay. Deswegen dachte ich halt gerade an. Oder der Jonas, der im Wal gefangen ist. Ja. Das ist natürlich kein Mann gewesen. Versteckt er sich wieder. Nee, aber das ist sehr lustig. Und dann merkst du halt auch, also warum einfach nicht nur seine Zeit, sondern seine Art ist immer so nicht leicht ist, mit ihm befreundet zu sein. Ja. Zwischendurch gibt es dann halt immer wieder Werbung von, also er macht Werbung mit Jonah zusammen. Ja, und Sona. Und redet halt über irgendwelche Produkte, die er selber ganz geil findet, von irgendwelchen Herrenschlippern zu so einen virtuellen Penisdoktor, wo du dann halt deine Medizin dann halt auch in neutralen Verpackungen kriegst, sowas. Er meinte halt, wenn du mal, er nimmt das Beispiel Erektionsstörungen, er meinte, er hat davon gehört, dass andere es haben, er hatte nie Probleme damit, natürlich nicht so und das ist halt sehr lustig. Und das heißt, dieser Bereich, glaube ich, heißt immer, dass er seine
seine Rechnung für sein Strandhaus bezahlt. Dafür macht er Werbung, weil er dummerweise sich dann irgendwie ein Strandhaus geholt hat und das ist zu teuer. Okay. Also es ist halt so der Gag des Ganzen. Das ist manchmal ein bisschen nervig, weil es halt immer die gleichen Dinger sind. Die sind schon sehr frei, die sagen nicht, kauf das, das ist super, bla bla. Sondern das sind reden viele Podcast-Werbeträger, irgendwie habe ich das Gefühl. Wo sie halt sehr wenig auf den Inhalt bestehen, solange der Name genannt wird. Genau. Manchmal verlaufen sich dann halt auch komplett anderes Thema. Leider sind das halt immer fertig einmalige aufgenommene Dinger, die immer im Podcast dann eingespielt werden zwischendurch. Okay. Dass dann du denkst, den habe ich ja schon 7-mal gehört. Ja, okay. Also die Podcasts, die ich höre, die machen das auch immer sehr frei, aber schon jedes Mal neu. Ja, okay. Und dann ist es halt schon irgendwie jedes Mal lustig, wie sie halt sich irgendwie total verquatschen und nur so am Rande über, weiß nicht, Casper Mattresses reden oder. Ja. Ja, das ist halt auch so eine Sache. Einmal hat er halt auch über eine Matratze geredet und meint dann von wegen, hat er dann irgendwann so gefragt, Sona, die haben doch ein Exemplar schicken wollen. Ich habe die nie erhalten. Und dann drückt sie halt rum und dann, also es passt ja aber auch zu ihrer Art, kommt dann halt irgendwie raus, dass sie die Matratze da halt genommen hat und meint, muss sagen halt, aber die ist richtig Knaller und seitdem schläft ihr Mann und sie schlafen halt irgendwie nur durch und das ist ja super und keine Rückenschmerzen mehr. Und, aber die war doch für mich. Und, du kannst sie dir doch kaufen. Und, aber die wollten doch, das war doch testweise für mich. Und, du hast so viel Geld. Und das ist halt gut, was sie sich auch teilweise rausnimmt, aber ich glaube nach den 10 oder 15 Jahren, die zusammenarbeiten, oder noch länger. Ich glaube länger. Also ich meine, Conan O'Brien hat die Show so Mitte der 90er übernommen, Anfang der 90er, Mitte der 90er, die Late-Night-Show. Und sie war relativ lange dabei. Also sie war schon dabei, bevor er mitgezogen, ne? Genau, TBS gewechselt ist. Sie, Jordan Schlansky, noch so ein paar andere, auch dieser IT-Technik gab den langen Haaren. Die waren alle schon in New York dabei. Und halt, also wie krass das auch von ihm ist, halt sein ganzes Team mitzunehmen und alle kommen mit. Ja. Also das halt auch. Ja, das ist ein ganz cooler Podcast. Aber vielleicht zur heutigen Frage langsam, außer du hast noch irgendwas. Ja, wir sind schon eine Viertelstunde drin. Also. Ja, kann ja sein, dass du noch irgendwas sagen willst. Nee, ich habe auch nicht so ultra viel Zeit. Ich muss noch ein bisschen arbeiten heute. Oh. Ich muss über Portugal schreiben. Aber das Ding dauert jetzt trotzdem anderthalb Stunden. Da musst du jetzt durch. Das hat noch nie anderthalb Stunden gedauert. Echt? Wir hatten doch schon mal 2 Stunden irgendwas bei einer Premierenfolge. 25. Ist es jetzt eine Premierenfolge? Eine Jubiläumsfolge? Welche ist denn das? 53? 54. Das ist schon fast Premiere. Du meinst Jubiläum? Meine ich, ja. der Proteinriegel tat ja nicht gut. Du hast recht, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ja, sag. Ich bin irritiert, weil du dich gar nicht eincremst. Normalerweise hast du dich in den letzten Tagen jetzt immer eingecremt. Ja, ich creme mich mal ein. Du bist ja halt, so ein ganz Hübscher, ne? Oh nein, das kommt jetzt ja. Du machst ja auch gerne mal so ein paar Beauty-Blogs und so und Tipps. Ja. Und wie du an der Perücke siehst, die hier auf meinem auf meiner Ablage ist. Ich wollte es nicht sagen. Ja. Und jetzt hat er wieder 2 Finger voll weißer Schmiere. Und jetzt daher meine heutige Frage. Ja. Was sind denn deine heißen Beauty-Tipps? Weil ich meine, du verwandelst diesen hornigen Klumpen Haut immer in sowas wie Hände. Also ich kann mal sagen, wer halt klettern geht, sollte mit einem Bimsstein immer ordentlich über die Fingerspitzen reiben, ansonsten bricht da die Hornhaut und hat man einen unschönen Riss drin. Oh, das ist ganz so unschön. Aber, vor allem bei Empfängen oder so. Ja. Und vergiss die Ellbogen nicht einzuschmieren. Diese Ellbogen sind vor allem jetzt gerade mal so trocken. Das geht bei mir. Echt? Meine Ellbogen gehen. Ich habe es nämlich gehört, irgendwie letztens in irgendeiner Folge. Man weiß ja auch, Dirk bekommt immer gerne Creme geschenkt. Mm. Je mehr Creme, desto mehr freut er sich. Also wenn ihr uns Creme an unser Postfach schicken wollt, dann, Ja, die kriegst du dann gerne, ne? Ja. Hier, dein linker Handrücken ist noch schneeweiß. Ja und? Das zieht auch ein. das ist wirklich mit dem schlimm geworden. Auch meine Lippenpflege habe ich wirklich verlegt. Deine Lippenpflege ist Whiskers. Whiskers extra. Ich hab die echt irgendwo verlegt. Deine Blister, Blistex. Blistex. Ja, das ist. Du hast noch nie kaufen. Sowas genutzt und plötzlich standst du davor wie so eine, wie so eine Robbe, die es erstmal irgendwie Möwe sieht. Weil das durch den ganzen Magnesiumstaub beim Klettern halt total austrocknet. Ich dachte, hier. Ich meine, du kommst ja, das spritzt ja immer so ein bisschen, dieses Pulver. Also, wie heißt es denn? Das bekannte Spritzpulver. Na, wie heißt es denn, wenn du die Hände so zusammenschlägst? Es staubt. Genau. Und es ist ja das. Ja, ich glaube, dieser Riegel, der löst bei uns beiden gerade so ein bisschen die Hirnrinde ab. Diese alte Episode des Dudens fallen langsam. Form sie mal ein Vokal. Dicht dran. Dicht genug, ja. und die Kreide ist ja dafür da, um die Hände auszutrocknen. Selbstverständlich. Und wenn du es vorm Gesicht hast,
dann trocknet das natürlich auch die Schleimhäute aus. Mm. Und dann hast du halt einfach... Du trägst deine Schleimhäute offen. Ne, also die Lippen sind, die Lippen sind öfter mal draußen. Nice. So ein nicer Lip-Hook an der Wand. Diese transparenten Leggings, die er immer trägt. Ja, und da muss man sich halt schon eincremen, um dem entgegenzuwirken. Ja, und zwar in drei Phasen. Erstmal so billige Hautcreme von Lidl. Die ist die Grundierung. Genau. Dann kommt Neutrogena, die Handwerkercreme für Hochseefriesen. Mit der norwegischen Form. Genau, und danach, glaube ich, einfach nur noch so ein Eimer Melkfett, oder? Mhm. Oder was ziehst du zum Schluss noch als Finish rein? Hirschhorn. Aber von einem frischen Hirsch. Ja, aus dem Hirsch. Ja. Fingernhirsch. Wie hast du jetzt gerade gewrungen? Ja, natürlich. Du bringst das Hirschhorn aus. Du kräftiger, du. Ja. Ich dachte, es bröselt. Ja, und ich habe dir auch letztes Mal, das hast du auch einmal gemacht, irgendwie erzählt, wie du so eine geile, Peeling-Tinktur dir selber basteln kannst. Ja. Es war, glaube ich, Zitronensaft, also Olivenöl und Zucker. Genau, man kann es wahlweise auch mit Salz machen, sei bloß ein bisschen aggressiver. Echt? Ach, stell mir nicht so geil vor. Also, ja. Aber man kann es, beziehungsweise man kann aber auch den Zucker mit Honig natürlich ersetzen. Aber dann hat man doch die Körnung nicht. Ich meine dann Salz. Ach so. Und dann den Honig. Ah. Und dann Öl und Zitrone. Ich hoffe, ihr habt schon gegessen, bevor ihr das hört. Mir läuft schon das Wasser im Munde zusammen. Nee, aber echt diese Scheiße und das alles zu gleichen Teilen, das dann halt schön mit dem Löffel vermengen. Ja, man kann ja immer noch so ein bisschen nachgießen, ob man es körniger haben möchte oder flüssiger. Genau, ja. Und dann schubberst du dir das ordentlich über die Handflächen, lässt es halt dann so ein bisschen einziehen, schubberst du nochmal, je nachdem, wie du das haben willst. Du hast ja gesagt, dann benutzt du die Peeling, das Peeling. Scheiße, das wäre so ein guter Gag gewesen, wenn ich mich nicht versprochen hätte. Dieser Riegel, wir gehen nochmal zurück. Komplett auf, ey. Das erste Mal, wenn jetzt ein Köpfchen zum Lachen nach hinten wirft, dass man es klicken hört. Ja. Aber du hast gesagt, das machst du nicht so oft, weil sonst kriegst du zu zarte Babyhaut und an der Wand hast du dann halt einfach... Ja, genau, das mache ich halt so. Also inzwischen, ich habe es jetzt länger nicht mehr gemacht. Ich gehe jetzt eigentlich regelmäßig mit Bimsstein danach drüber. Mit Bimsstein? Na, was man ja normal für die Füße benutzt. Kaufst du die neu oder gebraucht? Ich habe keinen Scherz. Nicht gebraucht, gekauft, sondern gesehen bei eBay Kleinanzeigen, da hat jemand einen Bimsstein verkauft und der sah nicht neu aus. Und da habe ich gedacht, auch dafür gibt es bestimmt einen Fetisch. Hallo, iBims, ein Stein. Also den hätte ich dann gerne in Folie eingeschweißt, nur zum Schnüffeln mal raus, aus diesen Toppets, wiederverschließbaren, so wo ich meine Schlüpper herkaufe. Das war schön in Deutsch, ey. Nee, also ich meine, so ein Bim, das ist halt schon wirklich ganz gut, um die Hornhaut oben mal ein bisschen abzureiben. Mhm. Weil ansonsten, wenn sie ja zu trocken ist, dann bricht sie ja auch an der Wand. Und ich habe schon von den Kletterblogs, die ich immer sehe, Schreibe. wer weiß. Das hat einer, der meint, der hat halt echt so einen Nagelklipper immer in seiner Klettertasche also damit dabei. Kneift er sich dann. Ja, wenn sich halt so ein bisschen Hornhaut löst, dann knappst er das halt gleich ab. Ja, ist nicht schön, der Gedanke. Also deswegen halt lieber mal ein bisschen drüber reiben. Auf der anderen Seite, der ist halt Profikletterer. Natürlich, da knipst man mal. Ja. Der kann da auch eine Käsereibe mitnehmen, oder? Also ich, Profi. Ja, ich glaube ja, der hat Hände wie die raue Seite von Klettverschluss. Und dein Haar, dein Kletterhaar, wie pflegst du dein strapaziertes Kletterhaar? Ja, ich mache ja gar nicht so viel mit dem Haar. Ich wurde neulich gefragt, was machst du denn dein Haar rein? Das klärt wunderschön. Wo denn bei mir Kamm und Bürste sein? Und da hast du deine Hände gezeigt und hast gesagt, guck mal, das sind hier die groben Kämme und wenn du die Hand flach machst, dann habe ich die fein. Die alte Diogenes-Weisheit, mein Gott, was war ich doch für ein Narr, mich all die Jahre mit einem Napf zu belasten. Nee, habe ich nicht, aber meine Haare verfilzen auch nicht. Also die sind, ich wasche die auch nur mit so billigem Duschgel, 2-in-1 Duschgel und Shampoo. Ah, tatsächlich kein eigenes Shampoo, sondern... Nee, das geht bei mir nämlich nicht. Wie, das weil geht ich habe halt, relativ wellige Haare und relativ viel Volumen. Ja. Ne? Und die werden gut, dann... Wie ernst das Thema ist. Die werden richtig stumpf, wenn ich Shampoo nutze. Oh, das, und das ist ja natürlich Shampoo, blöd, weil das Licht sich dann ganz anders bricht. Das Shampoo in Deutschland ist halt für eher glatte, feinere Haare gemacht. Und das ist, ich bekomme stumpfe Haare und viel zu viel Volumen. Aber hattest du nicht immer eine Freundin, die sehr lockiges Haar hat? Die hat sich auch bestimmt mit Shampoo die Haare gewaschen. Ja, aber die hat feinere Haare als ich. Okay.
Also du hast mehr so Achselhaare am Kopf, ne? Und sehr viele vor allem. Ja. Sehr dichte Haare. Und das geht das halt heißt, nicht. Das heißt, dein Haar am Kopf ist eckig. Ja. Aha. Nee, das ist irgendeine. Doch das und irgendeine Talgunregelmäßigkeit ist es, die so für Wellen sorgt. Hm. Was benutzt du denn für die Haare? Ich nutze ja ganz normale Seife oder Natron. Okay. Ja. Aber also auch kein dediziertes Shampoo. Was ist dediziert? Nur Shampoo. Also Zeug, was dafür da ist, Shampoo zu sein. Nee. Ich habe mich ja komplett von Duschgel und Shampoo verabschiedet. Das riecht man. Tschatschinga. Tschatschinga. Jetzt hält er mir seinen Vier-Farben-Fuß hin. Güte, Socke mit Loch und echt die Sohle zeigt dir so drei verschiedene Farben. Kletterst du barfuß? Nee, das ist... Schwarze Socke eigentlich, ja, aber man sieht dann auf der Lauffläche so nee, weiß, alles, grau ich, weil, und Löcher. Ja, meine... Ja, Gott, ey. Ja, Gott nochmal. Darf man in seiner eigenen Wohnung sich nicht einkacken, du, oder was? Dass einer unserer ehemaligen Zuhörer hier sich die Haare gar nicht wäscht? Ja, das hast du mir schon ein paar Mal gesagt. Er hat sie uns auch ins Gesicht geschüttelt beim Feuerzangenbohren. Da ist nur meine Frage, ob er sich bewusst beim Duschen dann auch versucht, die Haare nicht nass zu machen. Nee, ich glaube, Wasser nimmt er schon. Weil ich gedacht habe, so allein der Allgemeinstaub durch eine Großstadt wäre dann schon sehr krass. Ich glaube, Wasser geht schon, nur halt nichts Seifiges. Ja. Nichts, was das natürliche Gleichgewicht der Haare ändert. Er meinte, ich soll das auch mal googeln. Aber ich habe dann auch, also ich meine, als ich mich mit diesem ganzen, ich weiß gar nicht, was das für eine Richtung war, als es plötzlich anfing. Ich glaube, als ich generell mich mit dem ganzen Minimalismus beschäftigt habe, dann sind meist die Leute, die hardcore-mäßig drauf sind, dann halt auch no waste, bla bla. Und dann habe ich mir so ein bisschen eingelesen und dann halt irgendwann gemerkt von den Natronkante von meiner Oma und die immer gesagt von wegen, ja, hier. Natron ist Backpulver, ne? Nee, das ist Teil, also aber Bestandteil von Backpulver. Ja, Natron ist ein Salz. Ja. Ja. Also eigentlich ist Natron eine Abkürzung von Natronhydrocarbonat, glaube ich. Es wird immer verwechselt mit Carbonat ist dann, glaube ich. Aber ja. Und nicht zu verwechseln mit Natronbicarbonat, bla bla bla. Und das ist halt ein von, ja, ist ein Salz, was abgebaut wird bei Schieferstein. Also meist bei Schiefersteingewinnung ist halt Natron wohl ein Nebenprodukt, was dann halt da irgendwie, weiß nicht, wahrscheinlich sind die Schiefersteine irgendwie dicht immer an den Salz. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ist das halt immer ein Nebenprodukt, ein natürliches Nebenprodukt. Und das kann halt für jeden Scheiß verwendet werden. Du kannst halt dann auch, früher wurde das gerne mal beim Essen verwendet, um Fleisch halt mürbe zu machen. Mhm. Kaffee, um hartes Wasser, zum Beispiel Berliner Wasser, halt weicher zu kriegen. Du kannst halt das zum Scheuern nutzen, halt einfach Natron auf irgendwelche Kalkstellen, Wasser drauf, ein bisschen warten. Gerne Kombi ist halt im Waschbecken oder Abfluss oder sowas, Natron und Essig. Das sind kurz einlegen, dann gibt es eine chemische Reaktion. Was Kohlensäure bildet. Ja, genau. Ja. Und und du kannst es dann halt auch, lustigerweise ist das halt irgendwie, wurde das gehypt für alle, die halt keine chemischen künstlich-chemisch hergestellten Shampoos halt ertragen, weil halt die Säure, Basen, bla bla, dass die Kopfhaut halt immer irgendwie rot und schuppig oder sonst was. Und dafür kann man das halt verwenden und du nutzt dann halt dann, also wenn du es richtig schön machen willst, packst halt ein paar Löffel ins Glas, dann halt irgendwie kochendes Wasser, lässt halt ein bisschen ziehen, bla. Mhm. Ich mache das immer sehr faul und packe halt einfach nur ein bisschen Natron ins Glas und packe dann halt beim Duschen ein bisschen Wasser drauf, schüttel das, kommt mir um den Kopf und dann einmassieren. Das Geile ist, ich habe relativ grobes Natron, es gibt dann halt auch ganz feines natürlich, verschiedene Körnungen. Und wenn du das dann halt mit dem Shampoo, mit der Seife noch verbindest ein bisschen, dann hast du halt immer ein Peeling. Das ist auch ganz geil. Du musst natürlich manchmal ein bisschen aufpassen. Am Anfang habe ich dann irgendwie gedacht, was brennt denn da so? Und da habe ich ordentlich... Bis auf den Knochen durchgeschubbert. Genau, schön die Epidermis erstmal abgezogen. aber das ist halt auch Gewöhnungssache. Aber dann ist halt total geil, weil du hast was du halt dann auch, also was ich halt dann auch zum Putzen nutze und was ich dann auch schon mal zum Beispiel, ganz geil, wenn du halt zum Beispiel kein Backpulver hast, dann reicht halt so auch ein bisschen Natron. Ja. Weiß nicht, Pfannkuchen gemacht und ein bisschen Natron rein und dann gehen die schön auf. Mhm. Kam ich jetzt darauf? Ah, du hast mich gefragt. Ja, Shampoo, ja. Also, oder Haarwaschmittel oder was auch immer. Ja, genau. Haarzeug. Bist du so ein Körpereinschmierer? Gar nicht. Also wirklich gar nicht. Auch nicht partiell? Nee. Also ich meine, also bis auf die Hände. Bis auf der Unterarm. Ja gut, aber meine Hände verbrauchen ja auch genug Creme für 2-3 Körper. Das heißt, wenn du anfangen würdest, dir die Hände einzureiben und dann deinen Körper, dann wäre schon in der Hand eingezogen. Ich bin ja auch immer,
Ja, das erst, genau, ich würde den Körper nicht erreichen, aber also auch wenn hier bei dieser SOS-Creme immer steht, vorsichtig dosieren, nur ein Tröpfchen, ja, ich nehme die ja in der gleichen Menge wie normale Handcreme. Na, die wie Neutrogena, die halt so eine Handcreme besonders konzentriert ist. SOS, das heißt, wenn du so richtig gerade dummerweise mit chemischen Mitteln, wo du Handschuhe brauchst, die Einrichtung zu Hause reinigst. Oder wenn die Hände halt einfach richtig wund sind, wie von einem Seil. Ach so. Mal wieder als SEK-Beamter die Handschuhe vergessen? Ja. SOS-Creme. Hey, danke, Sir. Ja. Ja. Das dürfte man vielleicht als Jingle gar nicht so verwenden. Ja, ich habe keinen Ton getroffen, von daher ist es schon in Ordnung. Du singst alle Sachen einfach nur. Ich sing direkt an der GEMA vorbei. Das heißt, auch kein YouTube-Algorithmus kann das jetzt erkennen und sperrt unser Video. Nee. Ne, so ein bisschen halb unsicher. Sonst machst du halt 20 Minuten den Ton aus, weil jetzt Timecode 30 Minuten. Juhu! Ja. Also keine Schmiere. Das heißt, das ist ja fast. Aber ich muss sagen, ich bin auch nicht so ein Körperschmierer, ich habe halt damals immer nur so Gesicht, aber ich habe angefangen, Arme, weil ich damals das Tattoo bekommen habe. Ja. Oder bekommen, mir geholt habe. Und dann hieß es von wegen, Alter, sieh zu, dass du das jeden Tag dreimal, okay, bla bla, und diese Creme und sowas. Und wenn du richtig was von haben willst, ist klar, wenn du deine Haut besser pflegst, so. Und da habe ich mir erst seit dem Tattoo habe ich angefangen, so, also nicht, zum Beispiel, kommst du ja gar nicht hin. Und zum Beispiel, wir haben ja, ich sag mal. Aber ich meine, dein Tattoo ist ja praktisch gelegen, direkt über dem Steißbein, der Schmetterling. Der ist wunderschön. Ja, von daher, da kommt man ja. Aber ich muss sagen, dass die Glitzersterne langsam echt ein bisschen verblassen. Ja, aber du kannst da ja, ich hab dir schon mal gesagt, du kannst dir echte Juwelen einsetzen lassen. Das wäre ganz schick, ja. Meinst du so ein Juwel, wie ich einen Bauchnabel habe? Genau, ja, also halt kleine, sonst sieht es ja nicht aus auf dem Rücken. Auch blau oder? Ich würde schon mehrere, also halt so Regenbogenfarben. Ja. Der ist jetzt ein bisschen angelaufen. Ist da irgendwas? Ja, putz ihn ab und zu mal. Mit Scheuermilch. Nimm die Fusseln raus. Ja, ich kämme den so offen. Das sieht mittlerweile richtig aus wie eine Blume. So eine ausgefranste Blume. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir beide so Träger der modernen Affenstrumpfhose sind. Ja. Und da habe ich gedacht, also das lasse ich mal komplett, weil ich habe irgendwie das Gefühl, die Beine sind geschützt durch mein Haar. Ja. Und ich muss da nichts schmieren. Ja, ich peel mir das ja ab und zu mal aus Versehen ab beim Klettern. Was? Achso. Und beim Laufen. Du hast doch damals immer diese Scheueroberschenkel, die immer so geil. Also ich halte es mal ganz kurz hoch hier, großes. Ja, großes sieht aus wie ein Junge, der gerade vom Bolzplatz kommt. Hier fehlt halt Schienbein abgewetzt. Ja, meine Güte. Ich frage mich immer, reibst du da an dem Griff runter und der Nächste, hoch. Der da klettert. Das ist eher hoch. Der Nächste, der klettert, der greift dann in dein Fleisch. Das ist wie Danke, Sir, dafür habe ich gezahlt. Das ist ja wie Schleifpapier, das nimmt es einfach sauber ab. Und dann, ich hatte es, so wie du, als du da auf dem Platz lang bist, du kannst dann einfach die Haare abnehmen, großbuschig. Das Schlimme war ja, als ich da abgeschmiert bin vom Stein und mir dann irgendwie so 5 cm Schienbein und Haut, Fleisch abgewetzt habe, dass man ja da, das hing ja noch am Stein und da sah man ja die Haare sogar aus der abgewetzten Haut raushängen. Wo dir dann auch erstmal kurz anders wurde und ich dachte auch so, zum Glück habe ich das nicht gesehen. Nee, Verletzungen sind bei mir immer noch wie beim Kind. Wenn ich sehe, dann sterbe ich. Wenn ich es nicht sehe, denke ich, oh, aua. Nee, ich konnte es halt echt immer noch so einfach von den Beinen lösen dann. Jetzt ist auch, ich hoffe, Timon ist gerade nicht ein Knoppers oder sowas dabei. Man entwickelt so einen Tunnelblick, dann irgendwie, man sieht, hat nur noch so seine Farbe im Blick und die anderen Boulder verschwinden irgendwie mehr oder weniger von der Wand. Also es ist total krass. Du markierst halt, ja auch deine Route. Ja, du bist meine ist die Fleischroute. Du bist halt so konzentriert und das, ja, also es geht dann, nee, ja, Affenstrumpfhose, mich erinnert das immer an eins meiner liebsten Bücher noch aus dem Lateinunterricht, ist über die Liebeskunst oder die Liebeskunst von Ovid. Selbstverständlich. So ein Ratgeber, wie man Frauen kennenlernt im ersten Buch. Wie weit bist du gekommen? Wir könnten jetzt ja langsam mal den Praxistest machen. Ich habe alle drei Bücher gelesen. Das erste ist, wie man Frauen kennenlernt. Das zweite ist. Du sagst ja immer noch Disco oder Disse? Disse, ja, sicher. Was soll ich denn sonst sagen?
Das kommt an, das kommt auf jeden Fall an. Und da ist der Rat, nachlässige Schönheit steht Männern. Also man soll sich als Mann nicht zu viel Mühe machen mit der Schönheitspflege. Ansonsten, also das befolgst du, seitdem ich dich kenne. Ja, das ja, muss ich das sagen, ist, da bist du richtig dabei. Reib dir nicht mit Bimsstein die Haare von den Beinen, überlass das den Griechen, die Knabenliebe pflegen. So ungefähr steht es da drin. Peter kann uns das in den Kommentaren berichtigen. Nee, und es ist halt irgendwie so, ja, naja. Ist homophob angehaucht, das Ding, oder? Nee, überhaupt nicht. Also, halt, nee, ist halt so die römische Offenheit. Okay, ne? Die römische Offenheit. Ja, naja, wo ist das denn? Naja, komm, Adonis war auch ein Waldmensch. Das, ne, Frauen stehen darauf, dass die Männer ein bisschen rauer und ungeschliffener sind. Und riechen. Und riechen, ja. Aber dich habe ich ja damals als... Du musst riechen wie ein Otter. Da sind wir schon beim nächsten Thema. Ich habe dich damals als Body Spray Klaus kennengelernt. Du hast ja damals Axe getrunken in der Pause. Ja. Ah, jetzt muss er ja kurz mal seinen Love Chat Knuddel 64 anlesen. Ja, ja, ja. Willkommen auf der Wolke 7. Ihr Fernfahrer, schreibt uns weiter. Ja, ja. Was hast du denn gerade gemacht? Hast du dir irgendwie gerade selbst die Hand gegeben? Hast du den Schrödergriff geübt? Ah, was aus dem wohl geworden ist. Was ist denn damit passiert? Damals hast du ja irgendwie alle Sorten von Axe. Ja. Und hast dich immer zugelötet damit. Ich weiß nicht. Ist einfach zu aufwendig. Ja. Creme weg. Ja. Deo weg. Waschen weg. Du, aber Duschgel habe ich noch reichlich. Ja, hast du ja, weil es nicht genutzt, Mann. Die stehen ja seit 10 Jahren darum. Ich habe voll viel Duschgel. Ja, ist bei Lidl mal wieder was im Angebot? Ja, jeden Tag. Gott, wenn du zu dicht dran gehst, dann schenken sie dir das, glaube ich. Nee, komm, hier, nimm. Willst du gleich die Herren, was ist denn mit deinem, dreh's doch um, Mann. Ja, meine Güte. Ich habe einmal bekomme ich Klaus eine Nachricht. Einmal! Ich habe letztes Mal schon irgendwie kommentiert, wo du meintest, so stimmt das nicht, so stimmt das nicht. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, genau. Wie an die Silvesternacht. An die Silvesternacht. Ja. Das ist an die Silvesternacht. Ja, also nutzt du nicht mehr. Nutzt du Deo generell nicht mehr? Manchmal. Also selten. Du bist ja so ein Achselbuschträger, ne? Getrimmt halt. Wie was? Du trimmst die Achsel? Ja. Habe ich noch nie gehört. Wie? Wie geil ist das denn? Ja, sind halt noch da, aber sehr kurz. Ja, ich verstehe schon, was Trimmen ist. Wie du machst mit Bartlänge? Du bist ja so ein Praktischer, oder? Ja, 7 mm Bart, was soll's? Achseln hoch, Schritt, Popo weg. Gehst so. Den ganzen Körper mit 7 mm lang, ist ja noch Einheitlichkeit. Und dann ist unter dir so ein... Einheitlichkeit ist der Preis der Freiheit. So im Winter morgens müssen alle draußen schaufeln und der Fritz ist halt einfach im Bad und fegt und fegt. Schulter hoch hat er da sein Gemüse rechts und links abgesägt. Bist du rot im Gesicht? Ist ja geil, wieso machst du da nicht am Kopf weit? Du hättest bestimmt einen richtig geilen Look, wenn du mal so SEK-mäßig so 7 mm am Kopf hättest. Du hast ja für deine... Das glaube ich nicht, Tim. Für deine Körpergröße, für deine ganze... hast ja einen ziemlich kleinen Kopf, war das nicht so? Habe ich? Naja, ich habe irgendwann mal gedacht, immer wenn du Mützen trägst, dann ist ja so ganz, weil deine Schulter so breit sind. Und dann hast du immer das Gefühl, es ist so wie Beetlejuice im Wartezimmer. Ich habe so ein paar Relationen, die nicht stimmen. Die Hände sind auch eigentlich zu groß, aber. Knick, knack. An alle unsere Fernfahrer da draußen. Wolke A7, Gruß an euch. Tschu. Ja, du rasierst die Achseln und Brust. In der Reihenfolge. Mal wieder ich will da gar nicht drüber reden. Du hast doch angefangen damit. Ja, ich muss ja nichts sagen. Und jetzt, wie ein Schulmädchen, das pinkeln muss, winden sich jetzt seine Füße umeinander. Ich muss pinkeln. Ich muss. Das ist wie in einem Anime. Ja. Ja, ein bisschen. Ich habe dir ja damals während der Teenie-Zeit, zuerst bist du ja ganz stolz auf deine Haare, die überall sprießen und alle, also es wird ja dann schön gezeigt. Ich hatte heute mein erstes Schamhaar. So. Hast du ihnen von meinem Schamhaar erzählt? Nein. Wayne's World 2, oder? Ja. Ja. Und dann, fangen sie irgendwann an, das zu reduzieren, zu trimmen oder so. Und ich war sehr spät dran mit Achselhaaren, muss ich sagen. Und die waren auch sehr, lustigerweise, ich dachte schon, es wäre irgendwie eine Anomalie, die waren sehr hell, weil ich die eigentlich nur dunkel bis schwarz kenne. Ja. Und dachte ich auch so, was ist denn das?
zu weich. Ich mach mal einen Dutt draus. Ja. Ja. Ah, gut, spannend. Ja, ja, vielleicht mal. Wie oft machst du denn immer deine, ich nenne es mal Frisur? Also wann bringst du sie in Form? Wann nimmst du da Haar ab? Wasche sie alle 2 Tage? Nein, ich meine, endet das, du schneidest dir irgendwann den Mob auch mal. Ah, ne? Hast du dann Flowbee oder sowas? Unterschiedlich, nie einfach eine Schere. Das klingt schon wieder so, ja, als ob du mit einer Hand halt irgendwie Blogger-Alltag auf Kreta schreibst, ja, und mit der anderen Hand schneidest du halt einfach blind mal ins Haar. Ja, wenn ich mir nicht den Kopf steche und ich höre irgendwas, irgendwas trennt sich, dann ist gut. Ja, das kann man ja abschätzen. Also ich meine, abschätzen, ja, Kollege. Ja. Zeitweise habe ich es geliebt, mir die Haare selber zu schneiden und dann aber so ein bisschen zu verkacken. Mhm. Glücklicherweise ein paar Tage später halt einen Dreh zu haben und dann am Set dann irgendwie, oh, das sieht ja hier, ist eine komische, kann ich das mal gerade machen? Ja, kein Problem, weil du hast ja immer schön ausgebildete Maske, also wenn es eine Maskenbildnerin ist oder Maskenbildner, dann haben die ja pflichtweise halt eine Ausbildung zur Friseur oder Friseurin und dann wird das halt mal professionell nachgepimmelt. Ja, irgendwann habe ich mich nicht getraut, da habe ich mir sowas Geiles gemacht wie ein Undercut. Und da hatte ich gerade Soko gedreht und da haben sie gesagt, Alter, du spielst einen Arzt, was ist das denn für ein Scheiß? Und dann habe ich gesagt, ja, das musste ich letztens bei so einem Werbe, da haben die gesagt, das braucht, ach du Scheiße, ey, was machen wir denn? Und dann haben sie die Haare versucht irgendwie so zu legen und zu sprayen und zu sonst was, dass man halt das nicht sieht. Ich habe gesagt, sag mal, also klar. Das saß nicht so. Aber da habe ich nämlich nicht getraut zu sagen, das habe ich gemacht, das war mir zu unangenehm. Nee, aber eigentlich, seit wann schneidest du dir deine Haare schon selber? Nicht ganz, seit wir uns kennen, aber irgendwann kurz danach, vielleicht so 10 Jahre. Okay. Plus, minus. Ja. Du machst das ja schon richtig lange, ne? Ja, seitdem ich 16 bin oder so. Okay, ja. Es fing halt damals an, es war irgendwie so ein Trend, dass alle hatten wir so, was jetzt wiedergekommen ist, diese komischen Boxerfriesen. Du hast an der Seite fast... Ja. Also nicht, dass man schon, aber obwohl... Was man jetzt bei jedem jungen Fußballer sieht. Genau. Oh, was ist jetzt los? Ich glaube, Festus hatte das irgendwie so boxermäßig und dann hatten wir dann auch Seiten weg und oben kürzer, teilweise auch die sogenannte Assi-Kralle nur so. Und dann später hatte ich den Fry, diese Spitzfrisur von Futurama. Hallöchen. Ja, und dann irgendwie alle möglichen Sachen. Also am krassesten, glaube ich, sah ich während der Schauspielschulzeit aus, hatte ich ja ungefähr so lange Haare wie du jetzt, bloß dann immer ordentlich Gel oder Pomade ins Haar geschmiert. Dann meine geilen, spitz zulaufenden Koteletten, die fast bis zum Mundwinkel gingen, diese angelehnt an weiß nicht, Elvis oder sonst was. Gerne auch mal in der Mitte hatte ich kurzzeitig. Wenn es länger gewesen wäre, wäre es wie so ein Südstaaten-General gewesen. Ja, genau. Und gerne mal in der Mitte auch noch so ein Soul-Patch. Und das war dann schon eine ganz harte Aktion. Ja, ich hab neulich ein altes Foto von mir gezeigt, wo ich hatte mir früher in der Schule Dortmund, hatte ich mir die Koteletten stehen lassen, aber gerade runter und halt den Bart um den Mund rum. So eine Gesichtsmuschi. Ja, aber halt, also halt. Mit Stromberg. Ja. Und dazu Koteletten. Und hat sie dir eine geschallert und ist gegangen? Ja, hat mir eine geschallert und ein Dosenbier geholt. Oder mich geschickt. Holen lassen. Ja. Ne? Boah, auf den Schock, ey. Bring Korn mit, du Arsch. Ja, meine Güte, ey. Nee. War ein guter Look, vielleicht bringe ich das mal wieder. Irgendwann hatte ich, in einem Kurzfilm von mir, hatte ich es auch mal getragen. So. Ja. Also halt richtig so ein räudiger Finanzbart. Ja, den hatte ich ja zum Beispiel, als wir die kleine Anwaltsszene gemacht haben. Da hatte ich ja auch diesen. Und der sieht auch Haare ein bisschen zurück. Ja. Sofort eklig. Ja. Und dann hatte ich dann auch, erst habe ich überlegt, das glatt zu rasieren, den Rest. Dann habe ich ja 3-Tage-mäßig so gelassen. Und sieht sofort unseriös aus. Ja. Also auch mit Anzug, alles so, wo du denkst, ja, mach mal einen aufs... Nee, funktioniert nicht. Sieht gleich, wo du denkst, auch ein bisschen Gel rein. Denkst, irgendwas ist da ganz, ganz traurige Kindheit oder... Ganz gruselig. Wenn ja, man assoziiert es sofort mit jemandem, der Wirtschaft oder Jura oder so macht oder IT. Ja, oder einfach nur verarschen, habe ich so gedacht. Also ja, ich oder weiß, so. Kann ja auch dann oder, irgendwie so, ja. Ja. Weiß nicht, zweiter Bildungsweg, Gebrauchtwarenhändler oder so und dann. Murray, der Manager aus Flight of the Conchords, der hat es auch. Okay, habe ich allein nicht auf dem Schirm.
das ist der haut auch so, ja, nee, der arbeitet da eigentlich im Konsulat, ist aber auch der Bandmanager in Anführungszeichen. Ja. Und der hat das halt auch. Und man hat auch so, naja, früher haben die Leute auch gedacht, ich war nicht cool. Und dann habe ich mir diesen Goatee hier wachsen lassen. Und schaut mich jetzt an. Den Goatee. Ja. Goatee. Was ist denn deine Fingerpflege? Wenn du schön cremst, dann bist du bestimmt auch am Feilen, bist du auch am Schneiden. Am Feilen? Nee, Schneiden überhaupt nicht, weil ich mir die immer so kurz feile, da ist nichts zum Schneiden da. Das kommt aber noch aus deiner Judo-Zeit, ja. Ne? Weil sich sonst dann irgendwie Nagel hebt. Du weißt es ja auch vom ATK, ja. Wenn du halt einen festen Griff am Revers hast. Ja, zumal die Anzüge halt auch einfach so sind. Ja, genau. Und der Stoff, der hebt ja. Alles auf. Ja, und dann strampelt jemand halt dagegen, dann ist halt der Fingernagel auf halb 8 gebrochen. Ja. Und da hat man halt relativ schnell keinen Bock mehr drauf. Ja, und dann also allein auch Finger, ich muss sagen, auch Finger, Rücken, Finger, Knöchel haben sie halt einfach mal wundgerieben an diesem harten Stoff. Und wenn du dann halt noch einen Fingernagel ein bisschen länger hast, also hat schon ab und zu Kollegen gerne mal Mädels, die mittrainiert haben, die halt die Fingernägel kürzer, aber halt immer noch, wo man sagt, bisschen weiß, bisschen schick, kann man irgendwas draus machen. Und da hatten wir dann alle halbe Jahre mal so einen gehobenen Fingernagel. Ja. Und da ist dann aber halt richtig Alarm. Ja, natürlich. Hast du nichts gemacht? Und dann siehst du so und denkst, oh Gott. Deswegen, ich feile die halt immer runter, bis nichts mehr da ist zum Feilen. Ja. Gerne auch mal hier während des Podcasts. Ja, das stimmt. Die Feile liegt auch verführerisch da. Also. Und Fußnägel halt schneiden. Da. Ne? Aber ich meine, die Suppe. Nee, aber das halt, wenn man mit halt. Mit Knipser? Nee, mit der Nagelschere. Echt? Nagelschere? Ja. Du hast einen Knipser? Ja, kann ich gar nicht anders. Ich bin halt Rechtshänder. Ich kann mit der linken Hand keine Schere halten, wenn ich dann an meinen Fuß gehen würde. Aber warum solltest du die Hand wechseln? Das stimmt. Mein linker Fuß hat eine Aversion dagegen. Aber ich habe dann bist du so ungelenkig. Wir hatten zu Hause damals halt immer eine Schere und dann habe ich ja wahrscheinlich gerade daran gedacht, wie ich immer versucht habe, an den Fingern Fingernägel zu schneiden. Also auch mit diesem gebogenen, es gibt diese, oder ist ja immer eine gebogene, ich weiß nicht, ob es immer eine gebogene Schneide ist. Ich glaube, Nagelscheren, ja. Und das finde ich halt so. Ja, also verstehe ich. An den Händen verstehe ich es. Aber so für die Fußnägel finde ich es vollkommen in Ordnung. Aber feilst du auch an den Füßen? Nie anders gemacht, nee. Okay. Bimsstein habe ich da auch nur einmal irgendwie benutzt. Ansonsten aber nicht geht es mit den Füßen. Nägeln. Nein. Ich finde, das ist oft, das ist ja sowas, was Leute gerne mal vergessen, deswegen einen eingewachsenen Zehennagel haben. Aber das frage ich mich immer. Ich bin echt bei Fuß und bei Fingern so schnell dabei. Na, ich finde, Finger merkst du ja ziemlich schnell, aber Fußnagel, verstehe ich schon. Aber als Sportler merkt man es halt sofort, ja. Also ich denke immer, meine Socken, überall merke ich, wenn halt mein Nagel irgendwo in die Socken sich bohren oder halt da, beim Sport oder sowas. Also das finde ich halt so, dass man das nicht, das finde ich schräg. Was ich richtig eklig finde, ältere Herren, kleiner Finger, schön Nagel. Ja, das zum Popeln, Kratzen, Koksen, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Das ist, also generell Fingernägel bei Herren finde ich noch schlimmer als bei Mädels. Gerne ältere Herren haben halt irgendwie so, das ist nicht mehr den Blick dafür und dann hast du mal so 5 mm weiß oder sowas und denkst, oh Gott, Fatty Lassat. Ja, also ich habe schon immer gar kein Weiß oben. Das, oder halt also wirklich nur so ein das soll ja angeblich irgendwie ganz schön Stress fürs Nagelbett sein, also darunter die Nagelhaut. Ja. Aber ich merke halt auch einfach, so ein bisschen ist mal ganz geil, so für eine Dose öffnen. Für eine Dose öffnen, natürlich. Ja. Das ist ja Werkzeug, so ein Fingernagel. Das hat auch beim Klettern irgendwie, wenn man hört, wie Leute den Griff verfehlen und dann mit den Fingernägeln kurz an der Holzwand sind. Oh. Das ist ja nichts Schlimmes, also an sich. Du musst halt überstreichen. Ja, du greifst ja nur kurz ran und dann hast du halt einmal das Schleifen, also ohne auch was das was passiert, aber ich habe halt auch genau wie du sofort die Assoziation von meine Nägel. Ja. Weil ich meine, meine sind halt so kurz, ich bin halt mit den Fingerkuppen dran. Passiert halt nichts. Aber hier zu Beauty-Tipps kann ja auch mal sowas Schönes zählen wie eine Massage. Wahre hier, Beauty kommt von innen. Wolke A7, Sauna-Club. Ne? Ja. Aber die du bist erste ja Thai-Massage mit der Peniskuppe. Oh Gott. Ja, ehemalige Brummifahrer können bei uns hier nochmal umschulen. Ich habe jetzt nicht verstanden, was du gesagt hast, aber wahrscheinlich du auch nicht, was ich gesagt habe. Echte Brummifahrer, früher ehemalige Brummifahrer können umschulen bei uns und ich habe gesagt, Happy End für den Masseur. Ja, erzähl mir mal deine Massageerfahrung. Was? Nein, ich wollte nur fragen, ob du Sauna machst.
Igitt. Warm, schwitzen. Ekelhaft. Okay. Nee, nein, ich bin halt echt einfach kein Freund von der Wärme. Ich habe es einmal probiert im Dampfbad, aber es ist halt ist nichts für mich. Also ich weiß es auch, ich hasse ja auch heiße Bäder und sowas. Einfach, weil ich die Hitze nicht aushalte. Ja, das stimmt, du duschst ja auch noch nicht mal warm, ne? Ja, eben. Also ich nicht mehr irgendwie lauwarm, sondern ich dusche kalt. Und jedes Mal, wenn draußen minus 16 Grad sind, dann... Manchmal habe ich dann so Anwandlungen, dass ich nach Hause komme, also gerade wenn ich draußen mit dem Sport war und richtig ausgekühlt bin und denke so, vielleicht dusche ich heute doch mal warm. Und dann so die ersten warmen Wasserstrahlen, ich denke so, und drehst wieder auf kalt. Ja, aber das hast du irgendwann, wann hast du damit angefangen oder warst du immer ein Kaltduscher? Oder war das bei euch in der Familie oder so? Manchmal nee, ich hab halt einfach auch als Kind und in der Jugend dann halt im Verein halt geduscht. Da halt auch immer Wasser. Kalt, doch hatten sie schon, aber ich wollte dann nur kurz duschen und halt die Erfrischung direkt nach dem Sport. Okay. Weil wenn, dann duschst du ja halt wirklich direkt danach, kommst dann irgendwie gerade von Einheit und dann da direkt drunter. Und auch ansonsten irgendwie, wenn ich dann laufen, weil ich habe schon relativ früh mit Laufen angefangen. Und dann halt, wenn du halt richtig... Zwei Monate. Wenn der Körper richtig heiß ist. Naja, also wenn für jemanden, der Langstrecken läuft mit 15, 16, also so hobbymäßig, ist schon relativ früh. Und dann kommst du halt von draußen rein, du bist halt richtig auf Temperatur. Und dann würde ich nicht auf die Idee kommen, da auch noch warmes Wasser raufzugießen. Mhm. Deswegen, ja. Ich finde immer den Duschstrahl bei so klassischen Sportduschen, keine Ahnung, bei irgendwie in der Schule oder beim ATK war das so, später auch beim Krav Maga, also ich mag diese Sportduschen, wo du oben halt so einen kleinen Duschkopf hast, wo ein richtiger Olga, die so richtig auch, Druck auch kommt da raus. Die haben auch schon der Druckknopf, der das betätigt, der hat schon so einen gewissen Widerstand. Ja, du musst ist in jedem Verein gleich, hat immer genau dieses richtige, gibt es so einen speziellen Produktdesign dafür. Das fand ich halt auch krass, als wir umgezogen sind vom ATK in so ein Fitnessstudio. Ja. Da war das so eine fancy sensorische Dusche, wo du dann irgendwie unten nur mit der Hand immer hin und her und die Jungs haben dann wie bescheuert immer hin und her gewischt, wo du einfach nur mit der Hand ein bisschen näher kommen musst. Und alle wollten halt gegen diesen festen Knauf weil du hast ja dann auch schon richtig in der Hand Innenfläche gespielt. Ja, und das ist halt auch das genau das. Ja. Das ist genau dieses Gegenhauen und dieses Geräusch. Ja. Das ist halt auch geil, wenn Dusche aus, du bist komplett eingeseift, das ist halt einfach nur Faust und dann Wasser. Das zu Hause. Ich glaube, wenn so ein bisschen Luxus, dann hätte ich halt ein bisschen größere Dusche und halt einfach nur so einen dummen Knauf, den ich einfach nur punchen kann. So. Wasser. Ja. So. Den du punchen musst, sonst geht der nicht an. Genau, ja, genau. Du musst richtig Alarm machen. Was machst du denn? Weil ich nimmst du den Duschkopf in die Hand? Oder? Ja. Okay, ich auch. Weil das ist, ich denke mal so, eigentlich wäre es ja vielleicht immer ganz so diese großen quadratischen Regenwaldduschen oder so. Aber ich nehme ihn in die Hand. Aber das geht doch schneller. Also als diese Scheiße rauskam, hast du ja auch nur diesen kitzeligen, warmen, süßen Sumatra-Rain. Damit könnte ich sowieso nicht dieses von oben bepullert werden. 20 Leute. Wo du dich anguckst und siehst halt einfach deine Beine so 7 Minuten schaumig und denkst, Alter, mach doch mal bitte, ist jetzt kein Wellness, ist sauber bitte. Und aber es ist auch meine Größe. Also die Duschköpfe sind dann halt ein paar Zentimeter immer über meinem Kopf. Und wenn ich dann ich brauche richtig Druck. So. Ja, ich auch. Und dann prallt das halt vom Kopf ab und der Rest ist halt nicht nass. So. Und dann nehme ich das Ding in die Hand und ich brauche dann, es muss halt echt immer wie so ein kleiner Kercher. Ich habe auch das Gefühl, wenn Druck drauf ist, dann spült das man auch noch mal sauberer. Ja, das ist halt so, so habe ich mir auch so ein bisschen die Zähne zerschrubbt, da ich damals immer nur harte Zahnbürsten genommen habe. Und irgendwann Zahnarzt, der Lütz in Berlin gemeint hat, Alter Aaron, ey, was hast du denn? Du hast hier richtig den Zahnschmerz geschrubbt immer an derselben Stelle. Hast richtig, hättest du wenigstens ein Muster reinschrubben können. Naja. Ja. Nicht, aber also der Druck, ansonsten hält man kaltes Duschen auch nicht aus. Ach so, also wenn kalt so duscht und das tröpfelt so, das ist, als ob du in so einem Gartenschlauch ganz leicht aufdrehst und dich immer so ein bisschen damit mit dem Wasser benetzt. Ja, diese Sportduschen, die haben ja dann auch irgendwie so einen 45 Grad Winkeleimer und unter diesem Duschzelt hast du halt richtig Alarm. Also du hast richtig, also wie der stärkste Regen. Genau. Und das ist halt auch, du kannst aber nicht zu lange duschen. Also dieses, mir ist kalt, ich mach mal zu lange. Sonst hast du, weil das richtig auf den Kopf trommelt. So richtig. Und du denkst, okay, ich halte den Kopf mal raus. Aber du hast gleichzeitig auf dem Rücken, wenn du da halt dann irgendwie gerade voll fertig bist, auch angenehm kurz mal so eine Art Massage auf dem Schulterblättern, weil dir das da richtig raufzimmert. Oder was auch total dusselig ist, kein Mensch nutzt das, Duschköpfe mit verstellbaren Elementen von wegen Massagestrahl, allgemein. Man stellt halt Rain. Stellung für ewig. Ich habe halt einen verstellbaren, der dann halt schmaler macht und breiter.
Also was die Düsenverteilung angeht. Aber ich auch, natürlich benutzt du den halt in einer Stellung dein Leben lang. Ja. Und ansonsten in Berlin dreht man halt mal ein bisschen, wenn er verkalkt ist. Ja, so, klar. Aber das war's. Ja, natürlich, ja. Und haben wir letztens schon drüber geredet, beim Einkaufen in Berlin holst du dir keinen mit diesen weichen Nippeln. Plastikdüsen. Ja, weil die dann halt nach einem halben Jahr, weil du da ja natürlich, wenn du halt abstellst, nicht das abtupfst und austrocknest, sondern das lässt sich dann schön antrocknen. Oder alle zwei Monate in Zitronensäure legst. Ja, oder sowas. Sondern dann kannst du dir mit der Hand kannst du dir diese Gumminippel abreiben. Und dann habe ich irgendwann angefangen, nur noch diese klassischen Dinger, wo du halt dann irgendwie nur noch so eine Metallfläche hast, mit ein paar Schlitzen drauf und die kannst du außen so drehen, sehen richtig scheiße aus, aber da die kannst du halt die auch alten Gefängnisduschköpfe. Genau. Ja. Und den hältst du dann einmal im Jahr, hältst du ihn mal für ein paar Stunden in Essig und dann ist das Ding wieder flott. Wir reden wie so ein Opa, Alter. Ist der Ding wieder flott, der ist wie neu. Muss nicht wegwerfen, Junge. Ja. Naja, nee, aber es ist halt schon einfach geiler. Was denn im Sommer mit Sonnenschutz? Gehört ja auch vielleicht zu Beauty-Scheiße. Benutze ich ja relativ sklavisch. Also selbst wenn wir laufen gehen und du meinst, du benutzt es nicht, ab 20 Grad habe ich beim Laufen eigentlich Sonnenschutz drauf. Also halt so Sonnenspray, UV-Faktor 20. Naja, also auch, und ich habe ja jetzt etwas dunklere Haut. Ja, nicht so wie Randy. Ja, eben. Also und ich habe selten Sonnenbrand. Ich bin auch nicht lange in der Sonne, aber ich auch eigentlich. Ja, und dann. Aber ich bin bewusst nicht in der Sonne. Ja, eben. Also ich meine, ne, ist ja auch eine Frage davon, wie man das macht. Aber ich gehöre dann schon, oder wenn ich Fußball spielen gehe am Wochenende, dann mache ich halt schon Sonnenspray drauf. Ja. Also halt dieses Sportspray. Aber jetzt nicht im Winter oder was? Nee, nein. Aber sobald es ein bisschen wärmer ist, denke ich da schon dran, ja. Ja. Ja, ich mache das irgendwie nicht, ist wahrscheinlich nicht so geil. Also ich bin halt immer so generell gecremt, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ich muss auch sagen, ich creme halt nach dem Duschen. Und wenn ich jeden zweiten Tag dusche, ist der zweite Tag nach dem Duschen, also der erste Nicht-Duschtag, wenn man so will, da creme ich dann nicht. Okay. So, weil manche sagen ja auch von wegen, ja, wenn ich mir jetzt kurz wasche am Waschbecken oder irgendwas, dann wird halt nochmal komplett eingecremt und alles, das passiert dann nicht. Das ist dann, war egal. Aber da habe ich das Gefühl irgendwie, weil wir ja dann auch langsam durch die Jahreszeiten draußen trainieren, dass dann die Haut halt, wenn die Sonnenstrahlen stärker werden, langsam halt dann auch mehr bekommt und somit, keine Ahnung, also ich hatte ja nie Probleme. Also ich meine, okay, ein paar Mal habe ich mich schon eingeschmiert und dann sieht man auch schon unsere geilen Postboten Sonnenbrände, also nicht Sonnenbrände, sondern diese Übergänge, dass wir halt am Bizeps dann halt irgendwie weiß-braun tragen. Und wenn wir dann... Das ist halt wie so ein Stulpen, den wir uns braun übergezogen haben. Sieht schon ein bisschen assi. Sag mal, kann man Leute sagen, du hast so eine schöne Sommerbräune. Ja, wart's mal ab. Ja, und wenn du dann halt irgendwie mal ein T-Shirt ausziehst, was halt von wegen braunen Kopf, so ein V unterm Hals und dann so braune Sleeves und der Rest ist dann so weiß. Ja, und die, aber schön ist, bei unseren behaarten Beinen werden die Beine nicht so schnell braun. Aber ich finde, das sieht man auch schon. Also in der Sauna. Bist du so ein Sonnenbrillenträger? Nee, gar nicht. Einmal im Jahr auf dem Tretboot, ne? Die werde ich immer relativ schnell los. Ist für die Götter. Ja. Nee, also gar nicht privat. Hast du so Tipps wie immer viel Wasser trinken? Wasser macht schön. Trink Wasser immer Wasser. Wasser macht schön. Ja, stell dir nachts einen Wecker. Schnaps macht schön. Schnaps macht andere schön, vor allem. So. Jetzt. Was kann man denn noch so? Ich meine, trinkst du bewusst viel Wasser, um deine Zellen immer frisch zu halten? Ich trinke bewusst viel Wasser, um sportlich leistungsfähig zu sein. Ladies. Fernfahrer. Choo-choo, motherfucker. Choo-choo. Das ist also der Inhalt deines Tattoos am Steiß. Ja. Ja, viel Obst und Gemüse. Also. Trinkst du? Nee. Also ich habe jetzt meinen Mixer. Oh, jetzt wird alles püriert. Ich habe letztens den Fehler gemacht, ich wollte mir eine Brokkoli-Cremesuppe machen. Ja. Natürlich musste vorher den Brokkoli erstmal mindestens ein bisschen dünsten. Und Aaron hat den roh püriert mit allen Zutaten und dann heiß gemacht. Ich verstehe dein Problem nicht. Alter, das war eine saure Scheiße, ey. Ja. Aber ein bisschen Hühnchen noch püriert rein. Ich habe mir heute Morgen einen schönen Schmusi gemacht.
Ja. Schön deine eigene Babynahrung jetzt den ganzen Tag. Ja, kauen ist gestern gewesen. Mhm. Verabschiede dich von meinen wunderschönen Muskeln im Gesicht. Jetzt hängen sie noch so eine Fleischlappen runter. Ja, aber du kannst ja auch direkt eine Zuleitung in den Magen legen damit. Das ist eine Idee. Ich müsste einfach nur so wie so ein Knetball für die Hände, brauche ich so einen, der halt so, weiß nicht, lebensmittelecht ist, den ich mir immer in Schmusi reinschmeiße, dass ich immer sowas habe wie ein Kaugummi, auf das ich halt richtig rumkauen muss. Oder ein Kauknochen, den schenke ich dir. Ja? Ja. Aber ich möchte ja nicht so einen Ochsenpimmel haben, auf den ich rumkaue oder so. Wir werden sehen. Die riechen immer so stark. Die riechen immer so stark. Obwohl ich ja Dörrfleisch ganz geil finde. Hm. Ne? Das muss ich ja... Also in Deutschland hast du ja meist immer nur diese fingernagelgrößten Fetzen. Aber es gibt halt auch so eine geile Firma, ich glaube, sie sitzen im Schwarzwald, da habe ich mir mal bestellt. Ja. Ist ein bisschen teurer, aber da hast du dann auch mal ein bisschen größere Lappen. Mhm. Und das ist schon ganz geil. Also wenn du so einen Handteller großen Lappen hast, und das, wird man auch so ein bisschen wie so ein kleiner Hund. Also ich merke, was ich dann, du beißt da nicht ab, sondern du zerrst so. Ich bin da ja eh nicht so ein Fan von. Ich weiß, du hast das. Obwohl, Proteine, die ganzen Proteine. Ja, du lutscht lieber abends am Ei oder so. Ja. Im Zimmer 7B. Das ist mein Fernfahrer-Motto, ja. Sei dabei, Klaus lutscht am Ei. Zimmer 7B auf Wolke A7, das Unterhaltungs- und Erektionsprogramm. Das ist dann so mit Bühne und mit Kuckschlitzen. Yeah. Viertelstunde, 5 Euro. Aber als Münze. Mm, nice. Wir haben die eigene Wolke A7 5-Euro-Prägung. Mit unseren beiden Gesichten. 5 D-Mark. Ja. Bitte? 5 D-Mark. D-Mark. Ja. Wir sind auch schon eine Stunde drin. Ne? That's what she said. Ich kann das nicht mehr. Ich kann da gar keinen mehr gegenhalten. Ganz heißen Kopf schon bei diesen Dingern. Ja. Ja. Gibt es denn irgendwelche Beauty-Trends, die du überhaupt nicht abkannst, wo du sagst, Alter, hört auf, okay, das gibt es einfach zu viel. Ja, alle. Ich beim Aussprechen dachte ich schon, oh. Es ist halt auch alles, also ich meine, wenn du das halt wissenschaftlich, die Ansicht ist halt so viel einfach Schwachsinn von dem, was da vermittelt wird. Also halt so diese Sachen wie so eine Entschlackungskur mit Mineralwasser, Zitronensaft und Pfeffer und so. Was? Ja, das ist halt also ist so eine Detox-Tour und so. Detox? Halt. Du bist doch voller Kohlensäure. Ja, das ist auch ein Schwachsinn halt alles. Es funktioniert halt alles hinten und vorne nicht. Dass du dann merkst, dann, ja, ich fühle mich schon viel besser. Ja, weil du 3 Tage keine Scheiße gegessen hast. Deswegen. Du warst 3 Tage nicht bei Mc's. Da würde ich mich auch besser fühlen. Ich war jetzt die letzten 3 Tage nicht bei Mc's. Und die 3 Tage davor Jahre auch nicht. Ja, eben. Und ich fühle mich galaktisch. Galaktisch. Ihr habt das gehört. 2019. Galaktisch. Ja. Geil, ich hoffe, dass das etablierst du ein bisschen, das Wort galaktisch, habe ich lange nicht mehr gehört. Ist ja geil. In der Disse spricht man galaktisch. Geil, ey. So nimmt das schön Hörer ab, geht raus in die Laube und schleift am Stück Holz, ey. Kein Bock mehr. In die Laube. Schleif endlich die Bodenbeläge ab, damit dein Herbie durch kann, dein Roomba. Ich muss ihm doch nur so eine Gasse hier schleifen. Du hast letztes Mal gesagt, ich werde hier nicht für meinen Staubsauger irgendwelche Rampen bauen. Ja, ist doch so ein Quatsch auch. Deswegen sage ich ja, schleif ab, was du hast. Ich kann ich nicht einfach den Rest der Wohnung aufstocken auf Niveau der Türschwellen? Weißt du, welchen Trend ich richtig assi finde? Sag an. Diese French Nails. Boah, diese Bitch Nails. Ey. Also das ist total schwierig. Da falle ich voll in Klischeegedanken. Dir stehen sie ganz gut. Aber ich finde am Fuß am besten. Hm. Bei meinen Winter-Espandrillos habe ich nur die vorne, die Füße raushängen. Espandrillos? Die sind geschlossene Leinenschuhe. Deswegen sage ich doch vorne offen für meine, hört mir gar nicht zu. Verwechselst sie wahrscheinlich jetzt gerade mit meinen Winter-Flipflops. Ja. Halb Gummistiefel, halb Flipflop. Wollte ich immer noch anmelden. Halb Toast. Patent, Dirk. Halb Toast. Nee, aber das ist halt, wenn wir manchmal in der Kasse sind und dann so eine Dame halt. Ja. Das halt, du denkst von wegen, du kannst halt irgendwie die pfiffigste, klügste, lustigste, sonst was, aber ich sehe diese Nägel denk. Was ich hier ganz schick finde, ist,
kurze Fingernägel und dann halt so die passende Farbe. Also nicht bei dir, sondern bei einer Dame vielleicht jetzt mal. Dann lege ich den Nagellack wieder weg. Ja, lutsch ihn weg. Nag ihn weg. Das finde ich auch ein bisschen, wenn du manchmal siehst, an bestimmten Fingernägeln, wenn der Nagellack so ein bisschen fehlt und du weißt, jemand ist so am Rumknibbeln und denkst, ja, hast ja schön Nagellack weggenagt. Das ist so ein bisschen eklig. Ja, gut. Bester Tipp, würde ich sagen, ist heute die Perücke, die hier zu meiner Rechten steht. Ja. Also, ja. Spart euch die Zeit mit Friese machen, einfach Friese aufsetzen. Ja, oder rasiert sie ab. Ja. Oder macht den Donald Trump. Ja. Da den Fifi da festtackern. So zwei, drei Haare einfach ein paar Mal rumwickeln und lang genug darauf bestehen, dass es ein voller Schopf ist. Ja. Ja. Und dann Shutdown für 20 Tage. Ja. There's an emergency crisis at our border. It's bad. Really bad. Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Ja. Naja, ne? Bleibt schön, meine Süßen. Ihr seid schön, wie ihr seid. Ja, aber benutzt den Rabattcode für Nüsse 20 und bekommt 20% auf alles außer Tiernahrung. Scheiße, ey. Das wäre eigentlich gar nicht so. Orlando wäre jetzt gar nicht so schlecht. Wem sagst du das? Schreibt an @fürnüssepod auf Twitter, oder? fürnüsse@gmail.com. Hört für Nüsse mit Dirk und Klaus auf iTunes oder Stitcher oder wo auch immer ihr Podcasts hört. YouTube vielleicht, Kommentar, ja. Klingelt die Glocke, ja, abonniert den Kommentare, schreibt Rezensionen oder bleibt, wie ihr seid, ihr Nüsse. Ihr seid wunderschön, kommt gut in die Woche. Viel Spaß. Mua. Tschüss.